Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiele. Und wisst ihr, was das Geile an so einem Podcast ist? Du kannst es einfach mal in der Badewanne hören, du kannst es einfach mal hören auf dem Flug von New York bis nach Berlin. Ja, das ist einfach mega geil, weil du erreichst einfach so viele Leute. Und ich finde das cool, dass ich selbst Leute im Meisterkurs erreiche, die ich vorher nie gesehen habe oder wie auch immer. Und das finde ich einfach wirklich genial. Und heute geht es aber um ein Thema, was auch mit dem Meisterkurs zu tun hat und was allerdings auch ein ganz, ganz großer Nutzen sein kann für die Ausbildung, für dein Azubi, für den Azubi an sich. Selbst wenn du jetzt hier bist und Azubi bist, genau zuhören, ich gebe dir einen richtig geilen Tipp. Und vielleicht ist es ja eine geile Lehrmethode für dich, um dich auf die Prüfung vorzubereiten. Also, lass uns ins Thema reingehen. Überschrift: Quizze, eine effektive Lernmethode. Wir gehen der Sache auf den Grund und die Erfahrungen, die ich bisher mit Quizzen gemacht habe, die werde ich dir jetzt nach und nach so ein bisschen erzählen. Und wie bin ich überhaupt auf Quizze gekommen? Die Quizze, die ich erstellt habe, die habe ich über Kahoot, das ist jetzt unbezahlte Werbung, über Kahoot erstellt und benutze sie seit ich überhaupt davon Wind bekommen habe, benutze ich die auch für meinen Meisterkurs. Und warum, oder nein, einfach mal, wie bin ich auf diese Plattform gekommen? Und zwar bin ich darauf gekommen durch Empfehlungen von und Erzählungen von meiner Freundin. Aus ihrem Unterricht zum Beispiel, weil in dem Unterricht, wo sie drin sitzt, da wurde ja so ein Quiz gemacht und sie wusste erst nicht mehr so, wie das hieß, diese Plattform, aber sie ist dann letztendlich doch wieder drauf gekommen und hat halt gesagt, das ist von Kahoot und dass es ihr Spaß gemacht hat und dass man dies und das machen konnte und Multiple Choice und aber auch so mit ein Rädchen, dass du ein Rädchen drehen musst, so eine Skala. Ja, und das fand ich schon recht interessant und ich hab da den Meisterkurs schon im Prinzip vorbereitet gehabt und habe mir so gedacht, ey, Quiz wäre eigentlich auch ganz cool, ja. Und die zweite Person, von der ich diese Quiz-App weiterempfohlen bekommen habe, das ist Frau Wolf tatsächlich. Es ist meine ehemalige Klassenlehrerin, mit der bin ich auch noch in Kontakt, weil zum Beispiel auch noch mein Azubi, jetzt gerade Ende zweites Lehrjahr, sie auch als Klassenlehrerin hat, was total cool ist. Und deswegen tauschen wir uns da wirklich gerade selten, aber haben uns da auch ganz gut ausgetauscht. Ich bin mal hingekommen zu einem Kaffee und dann haben wir uns satte 4 Stunden unterhalten. Und es hat echt Spaß gemacht, war sehr informativ. Und ja, da hat sie mir zum Beispiel auch diese Lern-App empfohlen, wo es um Quizze geht und dass sie diese Quizze auch ab und zu mal im Unterricht anwendet. Und ja, dann habe ich da mal wirklich mal reingeguckt, weil ich jetzt dann schon von zweien gehört habe, dass sie in ihren Unterrichten, ob nun als Schülerin oder als Lehrerin, dass damit gearbeitet wurde. Und habe mir das Ganze genauer angeguckt und war da echt fasziniert von, habe mal so ein paar testweise so eine Prüfung durchgemacht, so was da so zur Verfügung gestellt wurde. Da wurden auch Quizze erstellt von Filmen. Also dann hast du ein Bild gehabt und dann musstest du halt ankreuzen, wie der Name von dieser Figur war zum Beispiel. Und dann hast du, je nachdem, wie schnell du warst, wie schnell du reagiert hast und ob es richtig ist, hast du dann dementsprechend Punkte bekommen. Und am Ende stand dann halt ein Sieger fest. Und das fand ich total, ja, so ein bisschen so, wie sagt man, catchy. Ja, so interessant, so ein bisschen, naja, wie heutzutage bei App-Spielen oder so. Die machen halt so ein bisschen süchtig. Und das, diesen Spieltrieb, das fand ich halt schon immer irgendwie interessant und habe mich dann da angemeldet, habe jetzt auch mittlerweile ein verifiziertes Profil, also ich habe so einen blauen Haken, ja, blauer Haken hin oder her. Ich habe mittlerweile 11 Quizze erstellt. Mein größtes Quiz hat tatsächlich 97 Fragen und das ist ein Thema Bindemittel, Beschichtungsstoffe, auch sehr, sehr großes Thema, deswegen auch so großartig aufgestellt in den Fragen. Und ich habe es versucht, sehr abwechslungsreich aufzustellen, dass du nicht nur diese Ankreuzfragen hast, sondern dass du auch
Wahr- oder Falsch-Aussagen hast, wo du dann eine Aussage hast und antippen musst, ob das wahr ist, die Aussage, oder ob die falsch ist. Also ob sie zutrifft oder eben nicht. Und dann habe ich mittlerweile ein Upgrade gemacht, weil ich mir gesagt habe, okay, ich arbeite damit fast in an jedem Tag, wo ich irgendwie den Meisterkurs doziere, da will ich auch ein bisschen was bieten. Nicht nur diese wahr oder falsch und Multiple Choice, sondern auch so ein bisschen mit Skala arbeiten, mit Wortwolken etc. Ja, also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Kostet ein bisschen was, aber hey, ich verdiene ja was auch in der Zeit, in der ich doziere. Und ich finde, wenn es Mehrwert bietet, wenn es wirklich hilft, auch für die Prüfung nochmal zu versinnbildlichen, wie stehe ich eigentlich gerade und an welchen Fragen muss ich noch arbeiten? Also an welchen Themen muss ich für mich selber noch arbeiten, weil ich da zu 100% unsicher bin oder überhaupt unsicher bin, weil du zum Beispiel am Ende siehst, wie viel Prozent von dem gesamten Quiz hast du richtig, was hast du abgeschlossen, und du siehst schwierige Fragen. Du siehst also zum Beispiel, wenn du auf schwierige Fragen danach klickst, wo hast du überhaupt gar keine Peilung, also 0%, wo hast du teilweise was richtig. Du kannst nämlich auch Fragen haben, wo du mehrere Sachen anklicken kannst, weil mehreres richtig ist, ja, da kannst du so ein bisschen dann sehen oder richtig gut sehen, woran muss ich noch arbeiten. Und deswegen für dich jetzt auch als großer Hinweis, großer Tipp, was ich jetzt auch demnächst nur noch machen werde, ist, also denn es wird anders verlangt, beziehungsweise ich frage dann mal rum, wer ist dafür, dass wir ein Quiz vorher machen, um mal zu gucken, wie steht ihr bereits, und danach machen wir zum Beispiel eine PowerPoint über das gesamte Thema und wo diese Fragen auch nochmal dann beantwortet werden, weil ich diese Quizze zum Beispiel erstelle auf der Basis einer PowerPoint. Die PowerPoint wurde erstellt auf der Basis von Wissen aus einem Lehrbuch, allerdings, oder aus vielen Lehrbüchern, und teilweise auch habe ich Sachen gegoogelt, die mir selber nicht mehr so richtig im Gedächtnis waren. Ja. Habe also zu 100% richtige Sachen und wichtige Sachen, die dann auch später in der Prüfung rankommen können. Und auf dieser Basis, wo die ganzen Antworten schon stehen, habe ich mir dann halt Quizze erstellt, wo auch zum sehr, sehr großen Teil ja Prüfungsfragen im Prinzip, also so in der nicht direkt Prüfungsfragen, aber so im Fachjargon der Prüfungsfragen Fragen gestellt werden. Ja, und deswegen hast du da eine echt geile Vorbereitung für deine Prüfung. Egal, ob du Geselle werden möchtest oder Meister. Und das finde ich extrem, extrem hilfreich. Und bin gespannt, wie es zum Beispiel auch bei dir ankommt, falls du noch gar keinen Quiz in diese Richtung gemacht hast. Deswegen, wie gesagt, einmal kostenlose Werbung hier unten drunter, egal ob du jetzt über YouTube hörst oder auf Spotify etc. Hier unten drunter gibt es einen Link, vielleicht mal auch mehrere Links drauf, die du anklicken kannst. Dann kommst du auf Kahoot, auf diese kostenlose Lernplattform. Du kannst dich jetzt in diesem Rahmen, wenn du von zu Hause aus oder in der Bahn oder so darauf zugreifst, kannst du dich kostenlos anmelden und dann meinen Namen suchen, also zum Beispiel Max-Tiede, so findest du alle meine Quizze. Wir haben da schon ein paar Probleme gehabt. Du findest nämlich, wenn du Max Tiede oder was auch immer eingibst, findest du nichts. Also du musst wirklich diesen Namen eingeben oder auf den Link von mir klicken. In dem Fall ist es ein Link. Und da findest du diese 11 Quizze. Bis dato sind es noch 11. Es werden in Zukunft noch mehrere sein, in verschiedensten Themen. Aber du kannst dich jetzt zurzeit schon in Sachen Farbenlehre, schnell und einfach durchgezockt, habe ich es genannt, kannst du das wirklich schnell und einfach durchzocken. Es sind, glaube ich, irgendwie 60 Fragen, aber wenn du die für dich alleine machst, ist es relativ schnell gemacht. Ja, das sind dann so 20 Minuten maximal, denke ich mal. Und dann, ja, manches erklärt sich dann von selbst. Wenn du aber merkst, okay, ich habe es jetzt falsch, ich kenne aber die Antwort nicht, oder
Also weil zum Beispiel eine Wahr- oder Falsch-Aussage ist. Wenn es eine Falschaussage ist und du drückst auf falsch und die ist wirklich falsch, dann hast du ja keine Antwort. Ja, also entweder recherchierst du selber nochmal, was übrigens ein kinästhetischer Lerntyp, also einer, der etwas tut, das ist kinästhetisch. Ja, wenn du selber recherchierst für die Antwort, bringt es dir viel mehr, als wenn ich dir irgendwas vorsage und du hast es bisher nur einmal gehört oder gelesen. Ja, das bringt dir nicht so viel, wie als wenn du selber nochmal recherchierst für diese Frage, im Fachbuch nachguckst, im Meisterbuch zum Beispiel oder googelst, weil die meisten Fragen kennt tatsächlich auch Google. Ist vielleicht ein bisschen umschrieben, ist vielleicht ein bisschen versteckt, die Antwort bei Google. Ja, das ist auch nicht immer alles so eindeutig. Eindeutiger ist es tatsächlich und das ist vielleicht eine Überraschung im Fachbuch, obwohl es im Fachbuch ja, wenn man so will, ich kenne mich ja jetzt mit Fachbüchern echt gut aus mittlerweile, mit diesen Eindrücken, ist es relativ versteckt, so ein bisschen so, naja, auch manchmal schwammig, ja. Deswegen selber nachgucken bringt viel mehr, als wenn ich hier irgendwas vorsage. Deswegen dieser ganz große Tipp. Wende Quizze an zur Prüfungsvorbereitung, nachdem du ein Thema durch hast. Das ist jetzt vielleicht der größte Tipp, den ich dir in Sachen Quizzen geben kann. Weil wenn du keinen Plan hast von manchen Sachen, zum Beispiel in Bindemittel, Beschichtungsstoffe, und du machst zuallerersten Quiz, wirst du mit noch mehr Fragezeichen rausgehen, als du vielleicht reingegangen bist. Deswegen geh zuerst zum Beispiel dieses Thema Bindemittel, Beschichtungsstoffe durch, ob jetzt zum Beispiel bei mir im Meisterkurs oder in der Schule, wenn ein Thema rankommt, egal was, muss ja jetzt nicht Bindemittel, Beschichtungsstoffe sein, ist nur ein Beispiel, geh zuerst dieses Thema durch, zum Beispiel Lernfeld 7 oder was auch immer, geh dieses Thema durch und bevor die Hauptklausur geschrieben wird, die Endklausur, machst du zum Beispiel ein Quiz über Lernfeld 7 und guckst, Mensch, bin ich quasi in diesem Thema klausurbereit? Bin ich prüfungsbereit? Ja. Und kannst dann da nochmal für dich gucken, okay, in welchen Themen, weiß ich nicht, Leitern, Gerüste oder so, muss ich da nochmal reingucken, muss ich da nochmal vertieft meine Zeit einsetzen und meinen Grips stärken in Sachen Leitern und Gerüste, weil in dem Rest bin ich sicher. Da habe ich aus dem Bauch raus entschieden und aus dem Bauch raus habe ich richtig getippt. Also alles cool, alles richtig. Ja? Und das, finde ich, ist die Power von Quizzen, ist das, wie du es richtig anwenden kannst, wie du es effektiv wie möglich anwenden kannst. Mach es danach. Mach es, nachdem du das Thema durch hast, nachdem du das schon alles einmal gehört hast. Und stelle dann fest, wie gut du stehst. Ja. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung, falls du mal meine Quizze ausprobieren möchtest. Es gibt ansonsten noch viele andere Quizze. Ich bin jetzt tatsächlich, deswegen erstelle ich die auch selber, bin jetzt nicht so überzeugt von anderen Quizzen, die bisher erstellt wurden, weil da sehr, sehr viel gemixt ist. Ich habe auch eine Sache, die gemixt ist. Das ist dann aber eine richtige Prüfungsvorbereitung in Sachen Werkstoff, Hilfsstoff und Systemkomponenten. Da sind viele, viele Fragen einfach bunt gemixt in diesem Feld. Ja. Ansonsten habe ich das gerne, dass das Ding eine Struktur hat, dass dieses Quiz beispielsweise wirklich nur additive Zusatzstoffe behandelt oder nur Farbmittel. Ja, das bringt mir und denke ich dir auch mit am meisten was. Deswegen, ja, fokussiert, wirklich auf ein Thema spezialisieren oder auf ein Thema vorbereiten. Wenn du das abhaken kannst für dich, geh zum nächsten. So. Ja, das gebe ich dir gerne mit an die Hand. Also, Quizze können sinnvoll sein, wenn du sie als eigene Prüfung für dich vor der richtigen Prüfung nochmal einsetzt und nochmal an deinen, ich sag mal, Schwächen arbeitest, anstatt deine Stärken in dem Sinne zu stärken, weil es gibt nur diese eine richtige Antwort oder es gibt nur diese zwei, drei richtigen Antworten in dieser Frage. Deswegen bringt es dir da nichts, dich nochmal krass in die Chemie nochmal reinzustürzen, obwohl da vielleicht gar keine Frage darüber rankommt, weil es ist nur eine allgemeine Frage zum Beispiel. Deswegen arbeite tatsächlich bei Prüfungen eher an deinen Schwächen dann nochmal, damit du wirklich
fast zu 100% erreichen kannst. Ja, wenn es in Sachen Fähigkeiten, Fertigkeiten dann geht in die Praxis, arbeite an deinen Stärken. Das ist wieder andersrum, ja. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Quizzen. Lass gern dann eine Bewertung da und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.